Grüezi, Sally und hallo. Der Octi aus dem Vivarium ist da. Hey, bin ich jetzt aufgeregt? Ich weiss gar nicht, wie ich anfange. So aufgeregt bin ich. Und immer wenn ich so aufgeregt bin, dann sieht man mir das sofort an. Ja, meine Hautfarbe wird dann nämlich alles wie dunkler. Und meine Arme werden alles wie zappeliger. Ich weiss dann aber gar nicht mehr recht, wo ane mit diesen vielen Armen. Zum Beruhigen hilft dann nur eins. Langsam meine Arme durchzählen. Das mache ich jetzt gerade einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So viel Arm habe ich nämlich. Es tut mir, es hat schon genützt. Ich fühle mich schon viel ruhiger. Und meine Hautfarbe ist auch schon wieder heller geworden. Und jetzt weiss ich auch wieder, wen ich anfangen wollte. Also nochmal. Grüezi, Sally und hallo. Der Octi aus dem Vivarium ist da. Also richtig heiße ich ja Oktopus. Das ist ladinisch und heisst auf Deutsch so viel wie achtfüßige Krake. Oder besser gesagt, achtarmige Krake. Aber du kannst mir einfach Octi sagen. Ich sehe fast gleich aus wie die anderen Tintenfische. Aber etwas unterscheidet uns halt gleich. Ich habe nur 8 Arme. Und die meisten anderen haben sogar 10. Also ich meine, ich will ja nicht blöffen, aber wir Kraken und Tintenfisch gehören zu den ältesten Lebewesen auf dieser Welt. Uns gibt es schon über 550 Millionen Jahre in den verschiedenen Ozeanen auf dieser Erde. Ich wohne aber nicht im Ozean, sondern im Zoologischen Garten in Basel. Im Zolli. Also genauer gesagt im Vivarium. In der Nähe von den Pinguinen. Bist du auch schon einmal im Vivarium gewesen? Dort leben ja ganz viele verschiedenartige Tiere. Vor allem eben auch viele Wasserbewohner, wie ich. Und ausgerechnet ich, der Octi, dürft ihr in der nächsten Zeit immer wieder ein besonders interessantes Tier aus dem Vivarium vorstellen. Du wirst dabei sicher viel Spannendes und Neues erfahren. Oder hast du etwa schon gewusst, dass Seepferdli auch zu den Fischen gehören? Obwohl sie überhaupt nicht aussehen wie Fisch. Oder hast du gewusst, dass es bei uns einen Schützenfisch gibt? Und warum es der so heisst? Oder warum der Igelfisch nicht nur wegen seinen Stacheln fast keine Finde hat? Und. Also, ich kann dir sagen, du wirst staunen, was ich dir alles aus dem Vivarium zu berichten habe. Ja, ich weiss natürlich auch nicht alles. Aber dann frage ich einfach meine Freunde. Der Dani, der Adrian, der Rahel, der Rolf, der Thomas oder der Peter. Sie sind Tierpfleger im Vivarium und schauen, dass es uns Bewohner gut geht. Die kennen uns in- und auswendig und wissen ganz viel über uns. Ja, kannst du gerade mal hören, was der Thomas zum Beispiel über mich noch alles so weiss? Ja, Oktopus, du wohnst zwar bei uns, aber eigentlich kommst du von ganz neuem anders her. Du hast nämlich sehr gerne ein bisschen kieles Wasser. Und wo du herkommst, da gehen viele von den Kindern, die dich besuchen können, auch baden, nämlich zum Beispiel ans Mittelmeer oder in Atlantik. Du bist zwar jetzt hier bei uns, aber wir probieren es natürlich auch hier so schön wie möglich für dich zu machen. Wir geben dir zum Beispiel alles, was du brauchst, um ein schönes Haus zu bauen. Ja, der Oktopus, der baut sich ein eigenes Häuschen. Dann nimmt zum Beispiel Muschelschalen oder Korallenstückchen oder Steinchen und baut sich damit eine richtige Höhle. Das gefällt ihm, dann fühlt er sich wieder wie daheim, so wie dort, wo er eigentlich herkommt. Der Oktopus ist ein sehr intelligentes Tier. Wie ihr schon gehört habt, er hat 8 Arme und zu jedem Arm hat er ein eigenes Hirn. Jawohl, er hat nämlich für jedes Ärmchen ein Hirn und dann hat er noch ein zentrales Hirn. Und das gibt ihm aber die Möglichkeit, mit seinen Namen also individuell und eigen zu fungieren, wie das immer sind hier bei uns. Zum Beispiel zum Futter fangen oder, was wir mit ihm machen, zum sein Futterbüchsli aufmachen. Ja, jetzt denkt ihr, für was ein Futterbüchsli? Ja, wir wollen es dem Oktopus ja nicht so einfach machen. Wer so intelligent ist wie er, der soll auch etwas studieren, bevor er etwas zum Essen kriegt.
Und darum tun wir ihm seine Lieblingssachen, was zum Beispiel Fischli sind oder Krebs oder Garnelen, das tun wir ihm meistens in einem Büchsli einbeschliessen. Und das Büchsli geben wir ihm und dann muss er ein bisschen studieren, wie er dort drankommt. Es hat überall Löchli drin, damit er mit den Ärmeln rein kann und überhaupt schauen kann, das ist etwas, was ich heute gerne habe. Und dann muss er ein bisschen überlegen und dann kriegt er meistens das Büchsli auf. Falls es einmal nicht aufkriegt, machen wir es dann für ihn. Wir lassen ihn also schon nicht gerade verhungern. Dankeschön, Thomas. Also ich hätte mich nicht besser vorstellen können. Jetzt freue ich mich schon aufs nächste Mal. Noch hörst du etwas über Seepferdli. Also dann, tschüss und einen herzlichen Gruß an alle rundum vom Okti aus dem Vivarium.